Kapitänin herself. Lina Hausicke, SV Werder Bremen, Mittelfeldspielerin. Ich habe einen Zwillingsbruder und ich bin damals mit ihm auch zum Fußball gegangen und er hat mich quasi mitgenommen zu den Jungs und dann habe ich da angefangen zu kicken, auch eine Zeit lang mit ihm zusammen. Dann haben sich irgendwann unsere Wege so ein bisschen getrennt, aber ich bin beim Fußball geblieben und bin froh, dass es so geblieben ist. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich großer Werder-Fan bin und auch Fan von den Fans. Ich habe eine sehr familiäre Beziehung zu meinem Verein. Ich fühle mich sehr wohl, weil das Umfeld einfach großartig ist. Ja, mir ist schon auch wichtig, dass eben dieser familiäre Charakter bleibt. Wir müssen uns weiterentwickeln, wollen uns irgendwie professionalisieren, aber dürfen eben auch so ein bisschen unsere Identität dabei nicht verlieren. Wir haben immer gesagt, es wäre schon cool, wenn wir mal im Weserstadion spielen könnten. Deswegen, ich bin sehr froh, dass es jetzt dieses Jahr klappt und hoffe eben auch, dass die Leute dann zahlreich auch zu uns kommen und dass dann auch eine gute Stimmung ist. Der fällt ins Tor, es ist wieder die Kapitänin! Wenn wir auch im Weserstadion bei den Männern dann auch zuschauen, ist es schon mittlerweile so, dass wir erkannt werden und die Fans uns auch ansprechen. Wenn es dann irgendwie ernst wird und auch im Spiel ist, dann möchte ich immer 100% geben und komme dann eben auch über viel Physis und möchte immer gewinnen. Und ja, ich glaube, dass ich neben dem Platz einfach immer relativ locker bin und versuche einfach bei mir zu bleiben und ja, glaube ich, immer für den Spaß gut bin. Ich glaube, dass sich die Frauen-Bundesliga mittlerweile wirklich gut entwickelt hat und der Sport wirklich ansehnlich ist. Die Spiele relativ eng sind mittlerweile auch auf Augenhöhe und deswegen bin ich froh, in der Liga zu spielen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.